Radlberg Online ist heute zu Besuch in Schopernau und spricht hier vor dem Gemeindeamt von Schopernau mit dem Bürgermeister Walter Bär. Herr Bürgermeister, wie fühlt es sich an, der Chef einer Gemeinde wie Schopernau zu sein? Das Gefühl ist sehr gut, der Chef, der Bürgermeister einer Gemeinde wie Schopernau zu sein, weil wir hier in einer Gemeinde zu Hause sind, wo ja, also andere Leute Urlaub machen, Geld dafür ausgeben, damit sie eine Woche oder ein paar Tage bei uns Urlaub machen und sich erholen können. Wir haben in Schopernau intakte Natur und eine saubere Umwelt und lauter nette Einwohner. Was sind die aktuellen Projekte, die aktuellen Herausforderungen, welchen die Gemeinde gegenübersteht? Die Herausforderung ist natürlich bei uns der Tourismus, auch Schopernau zusammengeschlossen, Tourismusverein. Dabei natürlich eine große Herausforderung ist die Bergbahn in Didamskopf. Wir haben zusammen mit der Gemeinde Au, mit der Raiffeisenbank Au und Skilift de Waard haben wir zusammen die Bergbahn in Didamskopf erworben und ist natürlich in Zukunft eine Herausforderung, die Gäste an den Didamskopf zu bringen. Auch aufgrund dessen, dass andere Skigebiete zusammenschließen, größer werden, ist das natürlich immer eine größere Herausforderung. Und natürlich auch sonst halt kleinere Infrastrukturprojekte. Also wir sind natürlich finanziell einfach ein bisschen begrenzt. Und zu guter Letzt möchten wir gerne wissen, was macht Sie als alteingesessenen Schopernauer stolz darauf, aus der Gemeinde zu kommen? Ich bin stolz darauf, aus der Gemeinde Schopernau zu kommen, weil die Gemeinde Schopernau eine Gemeinde ist, wo die Bevölkerung einfach noch zusammenhält. Das sieht man bei uns am besten in den Vereinen. Wir haben 16 sehr aktive Vereine, wo der Zusammenhalt einfach groß geschrieben wird. Jugendförderung, überall werden die Jugendlichen mit einbezogen. Und das ist für mich etwas ganz Besonderes in einer Gemeinde, wenn man so zusammenhält.